Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Hausflipper. Wir sind zurück, beziehungsweise ich bin zurück aus dem Urlaub, gut erholt und freue mich tierisch darauf, hier endlich weiterbauen zu können. Ich weiß nur nicht mehr, was genau, wie, wo, was, warum wir gemacht haben. Wir hatten hier, genau, das Badezimmer war fertig. Ich glaube, die beiden Räume waren ja fertig, ne? Ja, ja, ja. Ist jetzt schon ein Weilchen her, dass ich gespielt habe. Das Schlafzimmer, das war auch an sich fast fertig. Ein bisschen Dekoration fehlt noch, ne? Und ich glaube, ich habe mir wieder irgendwas eingefangen, ne? Ich bin schon wieder hier am Röcheln und Geuchen. Das ist ein Traum. Ich hätte gerne Pflanzen. Wen hätte das gewundert? Warte mal, da waren die Pflanzen nicht. Wo waren denn die Pflanzen? Dekoration, ne? Pflanze. Es geht gut los, ich merk's schon. Machen wir erstmal was Schönes Großes. Ich hab gesagt, was Schönes Großes. Dann bist du so ein Pups. Wobei, das könnte ja... Wir haben noch gar keine Tür hier dran. Pflanze, irgendwie bist du nicht so kooperativ, wie ich das gerne hätte gerade. Nee, irgendwie nicht so, ne? Ich habe ja aber auch kuschelig gebaut, ne? Muss ich ja sagen. Vielleicht könnte man, warte mal, die Pflanze, du nervst mich da. Kann man dich woanders hinstellen? Ich finde die schön, aber irgendwie bist du noch nicht so, dass ich mir denke... Du stehst gut. Da steht vielleicht gut. Aber das Tischchen könnten wir mal beiseite schieben. So, dass wir den Schrank noch vernünftig und sauber aufbekommen. Perfekt. Und dann schieben wir den Sessel auch mal ein Stück rüber. Einfach nur, damit es nicht ganz so eng hier ist, ne? Jetzt kommt man hier noch durch. Man kann hier trotzdem schön sitzen und auf eine nackte Wand starren. Das ist ja ein Traum. Hier können wir auf jeden Fall noch Regale oder so dran anbringen. So Regalbretter. Aber erstmal gucken wir noch bei den Pflanzen, ob wir da was Schönes finden. Ja, ich weiß ja nicht. Also, nee. Einfach nee. Hängegedöns geht natürlich auch immer. So ein kleiner Bodenpott mit was Hübschen drin. Warum bist du so groß? Ich habe gedacht, du bist vielleicht klein. Ist aber nicht. Gut, ich bin ja auch in der großen Kategorie, aber das sah trotzdem irgendwie kleiner aus, als das jetzt letztendlich war. Ja, was Blühendes. Ja, ich glaube aber, wir werden wieder auf die kleinen Pflanzen zurückgreifen müssen, weil das alles doch zu groß ist. Weiße. Ach, guck mal, aber du bist süß. Ja, guck mal. Hier ans Fenster, damit man das schön umkicken kann abends im Bett. Oder aufs Nachtschränkchen. Oh, du bist echt putzig. Warum bist du denn in der großen Sektion? Kannst du mir das verraten? Der ist doch süß. Das ist doch keine Sukkulente. Sind Sukkulenten nicht hier die Zusammensetzung aus kaktusähnlichen Viechern? Da merkt man wieder, ich habe voll Ahnung von Pflanzen. Ach man, es tut mir leid wegen dem ganzen Geräusper, aber es ist gerade echt nervig und verschleimt. Das ist blöd. So, was haben wir denn noch bei klein? Da haben wir doch auf jeden Fall noch was Blühendes, aber du bist gelb, ich will nichts Gelbes. So ein Topf mit Pfahn. Bitte.
Ich hänge irgendwo. Ja, könnte man machen. Nicht schon wieder Hängepflanzen überall hier hinhängen. Es ist. Ich finde die schön, aber gefühlt übertreibe ich damit. Guck mal, das ist doch die gleiche Pflanze. Wie das, was wir da hingestellt haben, oder nicht? Ich habe halt nicht wirklich Fachwissen, ne? Was Pflanzen angeht. Och, ist das putzig. Was ist denn das bitte? Was ist das? Och Gott, ist das süß. Haben wir da... Du bist ein bisschen größer, ne? Ist das putzig? Bist du noch größer? Jein. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wohin. Irgendwie... Über die Tür. Ne, passt hier nicht hin. Ich merke schon, ich werde mich jetzt wieder stundenlang nur an Pflanzen aufhalten. Hier, das hier. Das ist für mich so Sukkulente, oder nicht? Aber wie gesagt, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Bin froh, dass ich hier eine Pflanze habe, die tatsächlich überlebt. Ich weiß noch nicht, wie sie das macht. Aber sie ist hartnäckig. Und sie überlebt in meiner Anwesenheit. Was könnten wir denn jetzt dekotechnisch noch irgendwie machen? Teppich haben wir schon. Irgendwas an die Wand. Genau, ich wollte ja Regale an die Wand haben. Warte mal. Regal. Küchenregal, genau. Irgendwas Schönes an die Wand. Passt das hier farblich zu? Theoretisch schon, ne? Aber will ich die da haben? Nee, die sind mir zu hin herab. Oh, jetzt haben wir wieder den Kack. Warum? Muss ich beim Möbel und dann Regal suchen? Ist dir das lieber spielen? Sowas wäre natürlich auch interessant. Haben wir hier das genommen? Ja, ne? Ja. Ja, das wäre interessant. Du bist aber auch extrem. Haben wir dich in kleiner? Oh, es hat funktioniert, danke. Na, ich habe aber das Größte ausgewählt, was ich finden konnte. Du wärst ein bisschen kleiner, aber das sieht dann schon wieder komisch aus, ne? Warum ist das so tief? Aber wir haben davon hier ja auch diese Bücherregale, was ich ganz praktisch finden würde. Weil ich bin zu so einer kleinen Leseratte geworden. Ich habe im Urlaub jetzt Bücher durchgesuchtet, ne? So viel habe ich mein ganzes Leben nicht gelesen irgendwie. Doch, das ist okay, ne? Wenn man da jetzt noch... Wobei, na, vielleicht ist ein kleineres... auch nicht verkehrt. Weil es gibt halt nicht so viele Bücher im Spiel. Das ist halt das Problem. Oder vielleicht hier noch so was Niedriges neben. Und da jetzt Bücher rein. Können wir das ganz in die Ecke schieben oder so weit wie möglich? Dann könnt ihr vielleicht sogar ein größeres Sideboard hinpassen, ne? Warte mal. Das war jetzt 70. Achso, 70 ist die Höhe. Haben wir das nicht in 150? Och Mann. Ich glaube nicht. So als Wandregal, die man dann doppelt übereinander stapeln könnte, müsste. Ich glaube, das hier ist dann wieder zu groß. Außer wir machen jetzt halt... Aber das ist auch blöd. Ich habe gerade überlegt, hier so ein und dann so ein. Aber da ist man so eine gestückelte Kacke. Und du bist halt zu groß, ja. Da würde ich dann bei der Länge auch was Höheres nehmen wollen. Wie sieht es denn mit dem dann vielleicht aus? Das könnte ich mir gut vorstellen. Haben wir hier raue Eiche genommen? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben...
Doch, wenn ich mir das Fenster angucke, haben wir auch hier raue Eiche genommen. Aber das war doch jetzt auch raue Eiche, oder nicht? Warum sieht die so anders aus? Ist doch wieder belastend. Denkt man, man nimmt das Gleiche und dann sieht es wieder ganz anders aus. Naja, es passt ja trotzdem. Es passt trotzdem hier rein. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht geklärt. Eigentlich wollte ich ein Regal oben an der Wand haben. Hier, wisst ihr, so. Aber warum sind die alle so tief? Müssten wir uns vielleicht mit sowas hier behilflich werden. Aber da haben wir dann nicht wieder das Holz. Ich krieg noch die Krise mit dem Spiel. Bitte, Entwickler, wenn ihr das seht, macht ein Update. Dass man jede Textur an jedem Gedönsens hier benutzen kann. Danke. Da wäre ich euch sehr verbunden. Warte mal, wenn wir dich jetzt ein bisschen zentraler darunter schieben, ne? Finde ich das ein bisschen besser. Ah, das ist doch hübsch. Ah, das ist doch super. Traum ist das. So, passt auf. Und jetzt wird das nämlich dekoriert. Ich gucke nochmal schnell hier weiter durch. Ich überlege auch gerade, ob wir dieses Bücherregal doch nochmal irgendwie so ein bisschen kleiner machen können. Dieses höhere. Wir haben das jetzt hier, ne? Es ist 2,50 hoch. Dann wäre das das und das gibt es aber nicht so breit. Dann müssten wir zwei kleine davon. Das finde ich dann auch wieder Käse. Ne, dann lassen wir das so. Okay, jetzt brauchen wir Zubehör. Büro? Ne, wo sind die ganzen Bücher? Weil hier müssten doch auch Bücher sein. Ne, sind natürlich nicht Hobby. Hobby sind Bücher, natürlich. So, jetzt müssen wir natürlich Regale füllen. Eigentlich, also es ist halt blöd, dass immer das Gleiche ist, aber kriegen wir schon hin. So, ich bin halt auch so Bücher-Messi-gedönt. Also meine Bücher liegen echt so im Regal teilweise. Was ich irgendwie cool finde, so, dass ein paar aufeinander liegen, ein paar sind dann halt ordentlich, warte, das wird funktionieren. Ich glaube da dran. Ja, sehr gut. Ein paar stehen dann halt richtig drin. Aber ich mag das halt, wenn das Ganze so ein bisschen kreuz und quer ist. Und dann vielleicht noch so ein Pflänzchen dazwischen. Na komm. Ja, dann halt da vorne. So, die Variante ist wunderbar hier neben. Was haben wir noch? Recht gerade Bücher. Ist ja auch mal schön, ne? Es geht nicht da ganz dran. Sieht dann aber komisch aus, oder? Ja, so einzelne Bücher könnten dann hier auch noch so. Wobei, das könnte ja hier. Das lesen wir gerade. Über Desserts. Na, wir wollen Backprofi werden. Deswegen lesen wir gerade. Nein, wir lesen gerade das Buch über die kleine graue Katze. Oh, ja. Das finde ich besser. Schlafen. Nee, ich wollte jetzt nicht schlafen. Okay, war es das schon an Büchern? Ich meine, wir können hier natürlich auch noch hier so ganz alte Schinken mit einsortieren. Wartet. Oh, wir hängen. Nicht? Warum nicht? Hier, bitte. Hallo. Muss doch
prinzipiell eigentlich gehen und passen. Ah, warte, da war's. Okay. Hä? Einer hinten? So ist komisch, ne? Naja, geht. Ist okay. Da oben sind halt so die ganz alten Bücher, die das schon verstauben. Unten können wir Kisten oder so reinmachen. Ja, aber nochmal. Aber ihr seid zu breit, ne? Ihr seid zu breit. Ihr würdet aufs Regalbrett passen. Aber will ich da Bücher draufstehen haben? Oder andere Deko? Eigentlich lieber andere Deko, ne? Okay. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Holzkiste. Holzkiste zu groß. Sport nicht. Musik. Kunst. Naja, bringt uns alles nicht sehr weit. Ich hätte gerne nochmal wieder Pflanzen. Kleine Pflanzen. Die wir da jetzt ins Regal mitstellen können. Wie klein bist du? Nicht klein. Ich hab gesagt, eine kleine Pflanze. Du bist eine kleine Pflanze. Ja, gut. Bist du auch eine kleine Pflanze? Nein, nicht wirklich. Ich brauch kleinere. Bitte? Ja, die ganzen Dinger, die sind doch kleiner, dachte ich. Oh, was da hier so auf die Bücher? Der ist doch hübsch. Der ist mir zu schick. Ihr seid klein, das weiß ich. Hallo? Warte, so passt du. Ah, sehr gut. Ihr passt wunderbar zusammen. Ja, das sind alles Kräuter. Das ist jetzt eher nicht so. Oben auf die Bettkante? Nee. Aufs Nachtschränkchen? Nee. Oben aufs Regal. Wunderbar. So, was können wir denn noch dekorieren? Ja, das ist jetzt alles noch ein bisschen sehr leer. Irgendwie Kisten, ne? Wollte ich ja noch machen. Wo sind die denn? Zubehör? Behälter. Behälter. Da haben wir es doch. So Körbe wären vielleicht gar nicht mal so blöd. Vielleicht nicht in Braun jetzt unbedingt. Wobei, könnte auch gut aussehen, ne? Müssten aber kleinere sein. 60 mal 30 ist ja größer. Gibt's die nicht in kleiner? Gibt's in quadratische? Das war braun und das war weiß. Das sah gut aus. Ja, genau. Nee, es müssen schon hier die schmalen sein, aber das ist der kleinste. Oder? Ja. Und selbst der, also da würden wir halt ja einen hier hinkriegen, aber wenn der höher ist, dann halt. Ja, aber das finde ich nicht schön. Nee, da müssen wir noch nach einem anderen Ausschau halten. Das Körbchen ist natürlich auch voll süß. Würden wir aber auch keine zwei nebeneinander reinkriegen. Wann würden wir zwei nebeneinander reinkriegen? Wartet, wir färben das eben ein. Machen wir weiß. Die Farbe finde ich gerade ganz schön dafür.
Lassen hier sogar vielleicht drei nebeneinander? Nee, ne? Nee. Ja, ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt. Andere gibt's davon nicht, ne? Gibt es nur in komischen Farben, wobei ich könnte man ja auch in der machen. Bist du hier reinpassen? Körbchen haben ist halt immer ganz praktisch. Da kann man Zeugs reinwerfen, Deckel drauf. Gut ist. Hier, die kleinen Boxen sind eigentlich auch mal ganz süß, aber ich gibt's nur in den vorgefertigten Farben, ne? Das ist natürlich doof. Natürlich auch süß. Jetzt würde ich hier mal so ein bisschen Variation reinbringen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn wir das so ein Ticken drehen. Oh doch, dann passt du auch. Die habe ich halt nicht ordentlich da wieder reingestellt. Ist ein bisschen Chaos. So. Fehlt noch irgendwas im Schlafzimmer? Oh ja, so ein Nachtlichtchen, ne? So ein Nachttischlämpchen. Wäre noch ganz gut. Lichter. Stehlampe. Oh, was ist das denn? Tisch. Bist du neu? Also es gab jetzt ein Update. Wo aber eigentlich in den ganzen Bugfixes drin stand, dass, also in den Patch Notes drin stand, dass es eigentlich nur Bugfixes gab. Und keine neuen Items. Oh Gott, du bist größer als gedacht. Deswegen wundere ich mich gerade, weil ich hier jetzt Sachen sehe, die mir vorher nicht aufgefallen sind, so wie das hier. Wie groß bist du? Ist halt gern so eine süße kleine Lampe, dass wenn man abends im Bett liegt und noch liest, ein bisschen Licht hat, ne? Die könnte vielleicht funktionieren. Weil da würde ich das Holz vielleicht doch anders machen. Aber so sieht's blöd aus. Haben wir was anderes, was vielleicht nicht Holz ist? Ich meine, ich mag Holz, ja, aber wird dann doch etwas viel, ne? Ist jetzt nicht so ganz die Nachttischlampe, die ich mir erhoffe. Ja, sowas hier ist irgendwie, ne? Klar, ist eine Schreibtischlampe, aber das ist irgendwie so. Es würde ja reichen. Abends zum Lesen. Wartet mal. Muss ich das Buch vielleicht etwas anders legen? Komm schon. Nein. Buch, du musst da mal weg. Ich kann meine Lampe nicht hinstellen. Ich aber irgendwie generell hier nicht, ne? Es geht nicht näher an die Wand. Okay. Oh ja, das bringt ja viel. Wow. Da sehe ich sicherlich was abends beim Lesen. Das ist ja ein Traum. So, wie sieht's mit dir aus? Ja, das ist doch besser. Ob wir das Buch da hingelegt bekommen? Ich glaube aber nicht.
Dann hängen wir das Buch da hinten. So. Ja, wunderbar. Das mag ich. Können wir jetzt Licht ausmachen? Ja, ist okay als Leselampe, oder? Kriegt man hin. Kann man auf jeden Fall mit lesen. Es regnet. Das ist ja nicht so schön. Gut, dass wir drin sind. Okay, aber ich würde damit das Schlafzimmer, denke ich, erstmal abschließen. Ich meine, da könnte noch ein Bild irgendwie drüber oder irgendwas anderes, aber ja, es ist halt der Schlafzimmer, ne? Da hält man sich jetzt auch nicht so großartig auf. Außer zum Schlafen eigentlich. Ja, von daher würde ich mal sagen, schließen wir damit Schlafzimmer ab. Wir müssen noch eine Tür reinziehen, aber das können wir im Rahmen hier dieser Renovierung machen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich hiermit anstellen möchte. Wir haben hier noch enorm viel Platz. Vielleicht nochmal so eine kleine Sitzecke. Große Fenster zum Balkon raus. Mal sehen. Irgendwas Schönes zaubern wir hier noch. Wir können hier auch nochmal so eine Balkongeschichte machen wie hier. Ne, dass man über so ein Treppchen auf den Balkon kommt. Ich finde das super genial. Ich liebe das immer noch. Und dann gucken wir mal, wie wir mit dem Rest des Hauses weitermachen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!